Ja, hallo, ist Martin von der Fotoakademie.eu und mit diesem kleinen Videotutorial möchte ich euch einen Tipp auf den Weg geben für Tethered Shooting. Also, um mit eurer Kamera in Lightroom zu fotografieren. Ich höre es öfter mal die Frage, gerade wenn ich das mal irgendwo live zeige, dass Leute die Kamera nicht im Lightroom finden. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Lightroom einfach nicht alle Kameramodelle unterstützt. Einen gewissen Teil, gerade so die meist benutzten Nikon, Canon, werden unterstützt. Und wenn man denn da hingeht und sagt Tethered-Aufnahme, was ja seit geraumer Zeit neu ist im Lightroom, und sagt starten, bekommt jeder erstmal diesen Bildschirm, wo man der Sitzung einen Namen geben kann, wo man unterschiedliche Einstellungen treffen kann für die Benennung. Man kann auch eigene erstellen, den Speicherort festlegen und auch Metadaten hinzufügen. Nachdem man OK klickt und eine Kamera angeschlossen hat, werden einige dieses Fenster sehen, wo normalerweise jetzt hier eine Kamera drinstehen müsste. Wie gesagt, die meisten Canon- und Nikon-Modelle sind vorhanden. Die würden dann direkt erkannt werden von Lightroom. Man hätte die Verschlusszeit, Blende, ISO, Weißabgleich, kann auch Einstellungen für die Entwicklung im Lightroom hinzufügen, kann auslösen von hier aus oder halt Lightroom als Monitor verwenden, fotografieren und die Bilder in groß auf Monitor sehen, inklusive Histogramm und alles, was dazugehört. Solltet ihr also hier nichts sehen, braucht ihr nicht verzagen. Es ist kein Problem, trotzdem Tethered in Lightroom zu fotografieren, selbst wenn man ein Kameramodell hat, welches nicht von Photoshop unterstützt wird. Und bei den meisten Modellen ist das eigentlich so, dass vom Kamerahersteller eine Software mitgeliefert wird, mit der ich in den Rechner fotografieren kann, und in dieser Software wird dann auch eingestellt, in welchen Ordner das Bild gespeichert werden soll. Und genau dieses kann man Lightroom beibringen. Wenn ihr also bei eurer herstellereigenen Software rangeht und dort entsprechende Einstellungen trefft, die für unterschiedliche Kameras unterschiedlich sind, das ist dann im Menü nachzulesen bzw. im Handbuch, kann man dort auch einen Ordner angeben. Und diesen Ordner kann man dem Lightroom beibringen, und zwar durch automatisch importieren. Hier kann ich auch Einstellungen treffen. Und zwar soll Lightroom einen Ordner überwachen. Und hier könnt ihr genau diesen Ordner auswählen, den ihr in eurer Kamerasoftware als Speicherordner angegeben habt. Ihr wählt diesen Ordner hier aus. Und dann könnt ihr auch sagen, dass Lightroom in euren Tethered-Ordner oder einen anderen Bildordner kopieren soll mit einem Namen des Unterordners. Ihr könnt die Dateinamen hier auch noch verändern, Entwicklungseinstellungen treffen für den Import zu Lightroom, Metadaten hinzufügen, Stichwörter etc. Also so ähnlich wie ihr das vorhin gesehen habt in dem Fenster für Tethered Shooting von Lightroom. Ja, und wenn ihr die ganzen Einstellungen nach euren Wünschen getroffen habt und sagt okay, ist noch darauf zu achten, dass das Importieren aktiviert ist. Und dann wartet Lightroom darauf, das ist jetzt bei mir nicht aktiviert, weil ich keinen Ordner hier angegeben habe. Ansonsten halt einmal reingucken, dass es auch wirklich hier automatisch Import aktivieren hinterlegt ist, und dann wartet Lightroom darauf, dass in diesem speziellen Ordner etwas passiert. Und zwar jedes Mal, wenn ihr fotografiert, eure kameraeigene Software in einen Ordner speichert, Lightroom dieses sieht, importiert Lightroom das Bild in den von euch angegebenen Unterordner, importiert direkt in die Katalogdatei von Lightroom, und ihr seht dann auch auf dem Bildschirm euer Bild inklusive Histogrammdaten, Metadaten etc., alles was dazugehört. Es ist zwar ein bisschen umständlicher,
Aber es ist nach wie vor eine Möglichkeit, mit anderen Kameramodellen auch in Lightroom direkt zu schießen, um seinen Katalog aufzubauen, um halt eine gewisse Routine für seine Bilder und seine Bildbearbeitung zu haben. Diese Funktion gab es schon lange in Lightroom. Das tethert direkt, dass Lightroom halt Kameramodelle kennt, ist halt etwas neuer. Und auch diese andere automatische Importieren ist halt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und deswegen wollte ich euch diesen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, wenn ihr auch mal gerne fotografieren wollt und das auf einen großen Monitor sehen möchtet, inklusive Histogramm, habt ihr immer noch die Möglichkeit, selbst wenn Lightroom eure Kamera nicht unterstützt, in Lightroom rein zu fotografieren. Ja, das war's von mir. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.